Man muss sogar sagen, dass Europa, die Europäische Union und allen vorneran die Kommission derzeit der Bremsklotz ist, dabei eine globale Antwort zu geben, nämlich bei der Frage der Aufhebung des Patentschutzes zum Beispiel. 120 Staaten weltweit fordern das, auch die Vereinigten Staaten, und die Europäische Kommission hängt da wieder hinterher, und das ist tatsächlich eine fatale Entscheidung auf Kosten sozialer Existenzen, aber auch auf Menschenleben.